Also wir sind immer noch in der Wegfindung. Interessant ist, dass es hier auch einen doppelten Fahrradweg gibt, wie in Dänemark. Aber wir sind ja noch relativ nördlich. Und wir tappen hier noch ziemlich im Dunkeln. Hier sehen wir zum ersten Mal die Beschilderung des Ostseeküstenradwegs. Es ist ein erhabenes Gefühl, hier zu starten, um nun die gesamte deutsche Ostseeküste abzufahren. Und da nehmen wir uns übrigens vor, dass wir auf jede Seebrücke gehen, die auf unserem Weg liegt. So, und da sind wir beim Ostseeküstenradweg. Ja, schaut mal, drüben auf der anderen Seite sind wir lang gefahren. Jetzt sind wir genau gegenüber da, wo wir vor 2 Tagen Dänemark lang gefahren sind. So ein Radweg gefällt mir, direkt an der Ostsee entlang, asphaltiert, alles schön. Ein bisschen Ostseeufer, ein bisschen Landstraße und schon sind wir um 13.05 Uhr am Schloss Glücksburg. Ein der bedeutendsten Renaissance-Schlösser Nordeuropas. Es ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Schleswig-Holsteins. Es beherbergt ein Museum und ist für Besucher zugänglich. So, hier in Glücksburg haben wir dann ein Edeka eingekauft für unser Picknick, was wir in der Halbinsel Holnis einnehmen wollen. Auf geht's, noch 8 Kilometer bis Holnis. Wir müssen uns beeilen, weil hinter uns kommt ein Gewitter. Kann ich jetzt leider nicht zeigen. Sieht wirklich relativ dunkel aus. Es sind noch 2 Kilometer bis Holnis. So, wir fahren direkt aufs Meer zu. Total schön. Um 14.35 Uhr erreichen wir das Ostseeufer der Halbinsel Holnis und fahren bis zu der Bucht, wo mein Mann als Kind immer war. Nun ist aber ein Gewitter im Anzug und so brechen wir die Fahrt an die Spitze von Holnis ab und suchen uns ein Strandcafé, um dort bis 16.10 Uhr auszuharren. In der Hoffnung, dass das Gewitter dann vorbei ist. Wir trinken Schocki, essen Flammenkuchen und Schokoladenkuchen und auch heimlich unser Picknick. Dann, als der Regen ursprünglich aufhören soll, sehen wir auf dem Radar, dass um 17.10 Uhr ein weiteres Gewitter kommen soll. Also bleiben wir sitzen. Um 17.10 Uhr wird deutlich, es wird zwar weiter regnen, aber das Gewitter hat sich ganz aufgelöst, sodass wir um 17.30 Uhr beschließen, im Regen weiterzufahren.
So, es ist ja jetzt ein bisschen abenteuerlich. Angeblich sollen wir hier lang fahren. Das kommt mir etwas komisch vor, aber naja, dann fährt man halt ganz brav. So wie die Schilder das sagen. Navi funktioniert ja nicht, das hätte Rolf sonst geguckt. Gleich soll wieder heftiger Regenschauer kommen. In einer halben Stunde, aber in einer halben Stunde sollen wir angeblich auch unser Ziel erreicht haben. Die Frage wäre, was zuerst schafft. Der Regen uns oder wir den Regen? Also jetzt sind wir langweilig aus, regnet. Da vorne ist die Ostsee, der Hafen, der Campingplatz. Wir dürfen völlig durchnässt im Aufenthaltsraum warten. Immerhin gibt es glücklicherweise einen, bis sich der starke und lang anhaltende Regen gelegt hat. Um 21.30 Uhr bauen wir das Zelt auf. Ich meine, es war schon ziemlich dunkel. Auch die nächste Woche werden wir vom Wetter ausgebremst werden. Regen alleine ist ja gar nicht so schlimm. Aber bei Gewitter sucht man besser ein gesichertes Plätzchen.